Wir werden niemals vergessen, was uns das weiße Brotland gesagt hat. Aber diesmal gehen wir auf eine Entdeckerreise. Durch die Garden Botanicals. Und wir entdecken alles neu. Wie zum Beispiel diese Fliesenplatten. Und auch die Seerosen. Wir werden unser Bestes geben, die Wildbread Lane stolz zu machen mit dem, was sie uns sagen wollte, dass sie uns irgendwann zufrieden geben müssen. Aber für den Moment dürfen wir noch was in uns aufsaugen. Wir wollen der Menschheit zeigen, was wir auch gesehen haben. Wir wollen den Kerzen, den Laternen mitteilen, wie viel wert diese Welt ist. Wie viel wert unser Männchen hat. Aber diese bösen Schlangen wollen uns daran hindern. Auch diesen bösen Schlangen, wie jetzt, müssen wir zeigen, dass das alles einen Sinn hat, was wir tun. Auch Gregi will sich daran beteiligen und zeigt sich immer wieder kurzzeitig in diesem LP. Aber Gregi weiß es, dass das nicht der richtige Weg ist. Und dementsprechend nehmen wir auch diesen Teich mit. Wasser ist leider zu flüssig, als dass wir es mitnehmen können. Aber selbst wenn wir es könnten, Wasser sucht sich immer seinen eigenen Weg. Wasser formt sich, Wasser passt sich vielleicht an. Aber Wasser ist immer sich selbst am selbsten treu. Es ist sich immer treu geblieben. Nehmen wir alles mit, was wir noch mitnehmen wollen. Sämtliche Tische, Konstruktionen und auch Bäume. Bäume überall. Und auch Telefonzellen, die wirklich sehr, sehr laute Geräusche machen. Diesmal werden wir mehr mitnehmen als letztes Mal. Auch die großen Bananen dort oben vielleicht. Vielleicht wird sich dieser Weg unter uns noch öffnen. Naja. Es gibt noch genug aufzusaugen. Diese Welt lässt sich gerne mitnehmen. Sie möchte uns gerne was zeigen. Auch das Luftschiff bewacht diesen Ort. Es sagt zu uns: Mein lieber Freund, dieser Ort ist vielleicht schön gewesen, aber du, indem du es in dich aufnimmst, wirst einen Weg finden, es noch schöner zu gestalten. Und das Mädchen sprach zurück: Ja, das werde ich. Das war immer mein Ziel gewesen. Und wir sahen nach vorne, den Baggern entgegen und den Bäumen, kletterten auf das Podest hier oben, und uns auch noch die Bananen zu holen. Wir sahen auf die Welt und sahen, dass es gut war, was wir hier sahen. Wir wollten uns noch die Autos holen. Und sogar die große Spinne dort hinten würde uns bestimmt bald gehören. Wenn sie denn so will. Denn diese Spinne hat ihren eigenen Willen. Nein, diese Spinne will noch nicht mitgenommen werden. Wie viele andere Objekte ja auch. Und vielleicht ist das wieder dieser Moment, wo uns das Spiel sagen möchte: Gib dich zufrieden mit dem, was du erreicht hast. Sammle noch die letzten Kleinigkeiten ein. Vielleicht noch den einen oder anderen Baum, der sich mitnehmen lässt. Und ziehe dann weiter. Ja, der Baum wollte auch noch mitkommen. Ist das nicht fantastisch? Am Ende wollte doch noch um einiges mehr mitgenommen werden, als wir dachten. Aber nun ist es auch hier Zeit, Schluss zu machen. So bin ich mir sehr sicher. Denn viel mehr gibt es hier nicht zu holen. Auch keine Bäume mehr. Und auch die Spinne sagt: Ja, du hast einen Weg gefunden, alle zu vereinen. Aber weißt du, ich bin hier groß geworden. Ich bin hier groß geworden in dieser Stadt. Und ich möchte nicht gehen. Ich danke dir vielmals, dass du die Gebäude hast stehen lassen. Du hast wirklich aus der White Red Lane gelernt, sagt die Spinne. Und das Männchen war stolz auf sich selbst, dass es auch diesen Tipp gehört hat. Und verabschiedete sich vom Freund und seinem neuen Freund, der Spinne. Tschüss, Spinne. Wir sehen uns vielleicht in einer anderen Welt wieder, in einer anderen Form. Aber du wirst mich wiedererkennen. Und du wirst es dir vielleicht anders überlegen, dass du vielleicht doch mit uns kommen möchtest. Bis dann, mein Freund. Hier wurden also alle Buchstaben hin entführt zur Wordforge. All diese Bücher, die ohne Zahlen sind,
ohne Buchstaben. Hey, sagt es uns. Die Buchstaben reden mit uns. Relax for a moment and enjoy your day. Das tue ich. Mehr als du denkst, Spiel. Cat, have fun. Girl. Relax. We are dancing around the world. Hello. Red town the paint. Yui-yay. You are great. Es ist schön, dass dieses Spiel uns das sagt. Ich komme mir gleich viel besser vor, als ich es vorher tat. Und all diese Wörter, all diese Erinnerungen werden wir in uns aufnehmen. Nice. Da antwortet uns das Spiel auch gleich und sagt, dass es es gut findet, dass wir an es denken. Hier sind wieder unsere X, A, B, Cs. Das ganze Alphabet. Auch wenn ein Teil des Alphabets in Form von Punkten angegeben wird. Ist hier. Rot, Flmau. Das soll so sowas wie Roffelmau sein mit einem T dazwischen. It's funny because it's true. Was ist wahr? Was will uns das Spiel sagen? Worauf geht es ein? And they all lived happily ever after. Ja, in der Tat, Buch, du hast recht. Buchstaben, ihr habt so viel recht. Wir leben wirklich alle zusammen in einer entspannten Welt. Absorb. Tue ich doch. Ich nehme euch doch schon mit. The only thing have fear is fear itself. Da hast auch recht, Spiel. Nur die Angst hat Angst. Niemand anders hat Angst, nur die Angst selbst kontrolliert diese Angst. Und wir müssen sie kontrollieren. Und ja, das Buch lacht darüber, dass wir das so schnell erkennen konnten. Es ist stolz auf uns. Fundamentals, das seid ihr, meine lieben Buchstaben. Ihr seid das Fundament unserer Kultur. Ohne euch wäre es niemals möglich gewesen, so viel zu schreiben. You look fantastic today. Ja, das ist schon fast aber ein bisschen eingebildet, meine liebe Buchstabenfreunde. Denn immerhin sehe ich ja so aus wie ihr heute. Dank euch habe ich dieses Aussehen angenommen. Let's all jump for joy. Das tue ich, meine lieben Buchfreunde. Ja, da komme ich noch nicht zu euch hoch. Aber ich werde mir meine größte Mühe machen, noch mehr Buchstaben zu finden. Bang, boom, blip. Das Blip fällt ziemlich aus der Reihe, muss ich sagen. Aber es macht nichts. Auch es gehört dazu. Coldly warm. Es ist also kalt warm. Habt ihr schon mal kalte Wärme gespürt? Wisst ihr, wie sich kalte Wärme anfühlt? Live long and prosper. Das werde ich, meine lieben Buchstabenfreunde. Ich werde mein Bestes dafür geben. Auch den König nehmen wir mit. Der Wii macht. Once all around the place. Ich bin dabei. Ich gebe mein Bestes, dies zu tun. Auch werde ich jetzt die Buchstaben im Inneren weiter auffressen. Ich muss sie mitnehmen. Ich muss sie mit auf die Welt nehmen. Auf die Reise. Alles aufzuessen. La Sofa. La Sofa. Ja, natürlich. Wer erinnert sich nicht an die möglichen Noten, die so ausgesprochen werden? Und auch Zott, Depp, Flap, Flap nehmen wir mit. Das ist der ganze Buchstabenhaufen. Und Boom auch. Boom fährt hier schon seit vielen Jahren herum und wartet darauf, dass ich ihn abhole. Aber ich habe nie die Zeit dafür gefunden. Weil Boom wollte eigentlich immer alleine sein. Aber jetzt will Boom mitgenommen werden. Komplett. Sich aufsaugen lassen. Von mir. Von mir. You. Es will, dass ich es aufsauge. Das macht es uns deutlich. Alles soll mit. Es gehört alles zu uns. Ob wir noch mehr mitnehmen können? Das ist die Frage. Vielleicht können wir das E noch mitnehmen. Ja, das E schließt sich uns an. Fantastisch. Aber ich denke, so langsam wird es Zeit zu gehen. Auch von diesem Ort Abschied zu nehmen. Ich weiß, wir hatten viel Spaß hier. Bei unserer World Forge. Aber auch die World Forge
braucht irgendwann ihre Ruhe, um neue Wörter wiederherzustellen. Immerhin haben wir jetzt diese ganzen Wörter mitgenommen und wir werden viele Bücher damit füllen können wieder. Und dementsprechend ging unsere Reise weiter. Es ging weiter zur Rice Cake Parade. Einen Ort, wo alles zweidimensional zu sein scheint. Ihm wurde die Masse genommen, die sie vorher mal hatten. Und wir sind gekommen, ihnen diese Masse wiederzugeben. Nichts lieber als das wollen wir. Sie sollen ihre Masse wiedererhalten. Sie sollen leben. Sie sollen sehen. Sie sollen sehen, was es heißt zu leben. Wie es ist, dreidimensional zu sein. Auch ich kenne das Gefühl, wenn man zweidimensional ist. Damals zu Retro-Game-Zeiten war alles zweidimensional gewesen. Das weiß auch nur unser Männchen. Aber jetzt ist dem Männchen klar geworden, dass es nicht alles ist, was man haben will. Man möchte nicht nur dreidimensionale Formen haben, man möchte auch die Reisgefühle verstehen. Ein wichtiger Fakt, dem wir nachgehen. Auch das Gras ist zweidimensional. Alles ist zweidimensional. Ein wirklich fröhlicher Ort mitsamt der fröhlichen Tomate, der leider nie das bekam, was er sich gedacht hat. Eine größere Form, eine breitere Form. Eine Form, in der er sich nicht verstecken muss an diesem Ort. Und wir werden unser Bestes geben dafür, diese Form zurückzugeben. Damit es auch wieder außerhalb seiner Welt leben kann. Auch der Skater folgt uns. Alles kommt mit. Alles. Und es ist wundervoll zu sehen. Diese ganze Welt aufgeschlungen. Alles wird aufgeschlungen. Alles wird gefressen. Auch diese Zelte kommen mit. Und die Bambussprossen kommen mit. Und eine riesige hüpfende Himbeere ist hier. Dessen Name mir erst nicht eingefallen ist. Ein ganzer Bambuswald, Ampeln, alles gehört dazu. Und auch diese Tomate. Wir werden diese ganze Welt in uns einsaugen und in eine dreidimensionale Welt verfrachten. Da ist ein UFO im Hintergrund. Wie bizarr. Und da hinten ist der große Drache, den ich nie aufessen wollte und nie konnte. Und eine Sonne. Schon bald sind alle unter einem Banner. Noch viele Boote. Nehmen wir doch erst in die restlichen Häuser mit. Wir werden schwergängig. Und das ist leider sehr schade. Dementsprechend ist das nicht nett. Dass wir ihnen eigentlich alles entziehen. Oh shit, oh shit. Wir werden voll durch die Gegend geschoben. Und jetzt sagen, oh shit, oh shit. Aber das tun wir nicht. Wir nehmen uns Loch Ness mit. Und die Bücher? Da ist eine Wonderful Ship Shape, habe ich freigeschaltet. Das ist toll. Ich hätte am liebsten noch die Sonne mit, aber ich darf Loch Ness nicht mitnehmen. Also nehme ich noch die ganzen Schiffe mit. Und diesen Drachen da hinten auch. Einen lustigen Drachen. Auch er kommt mit. Und ich hätte so gerne Loch Ness noch mit dabei. Loch Ness kommt auch mit. Ja, und UFO-Man soll auch noch mitkommen. UFO-Man ist heute sehr schnell unterwegs. Und auch die Sonne ist auch sehr schnell unterwegs. Und ich denke mir manchmal, Eiswaffeln sind toll. Aber dann kommt eine Dame vorbei und legt mir Laugenstamm auf den Tisch. Wirklich sehr bizarr. Wollen wir nochmal zu den Bergen dort hinten gehen und sie uns anschauen? Aber das dürfen wir nicht. Wir sind gefesselt an die Grenzen dieser Welt. Und am Ende sollte dann doch nur die Eiswaffe überleben. Und die Sonne. Damit muss ich leben. Sonne und Eiswaffel vereint. Welche Ironie, dass die Sonne das Eis nicht zum Schmelzen bringt. Aber das ist ihre Heimat. Hier werden sie immer bleiben. Wir sehen uns das nächste Mal bei The Wonderful End of the World. Dann machen wir weiter mit unserer Reise.